Hallo Nicole und vielen Dank für deine Aufgabe, die hier mal an der Tafel steht. Wir haben eine Bruchgleichung und die soll aufgelöst werden bzw. gelöst werden. Ich habe hier geschrieben, die soll nach x aufgelöst werden, weil ja x hier auch die einzige Variable ist, die hier dabei ist. Gut, wir gucken uns das Ganze mal an und wenn hier jetzt zum Beispiel sowas steht wie 4 durch x oder da 1 durch x, dann findet man manchmal auch sowas dahinter, hinter so einer Gleichung, irgend so ein Semikolon oder irgendwie ein Abtrenngerät, x soll ungleich 0 sein. Was bedeutet denn das? Naja, wir können ja mal überlegen, was passiert, wenn wir hier 0 einsetzen für x. Dann steht hier 4 durch 0 und da kann es klingeln und dann heißt, wir dürfen gar nicht durch 0 teilen. Also darf x nicht gleich 0 sein, also ist das hier eine Bedingung dafür, dass diese Gleichung überhaupt ja, eine Existenzberechtigung hat, will ich nicht sagen, aber dass sie lösbar ist. Ja, wenn x nämlich gleich 0 nur sein könnte zum Beispiel, dann wäre das ja natürlich sinnlos, weil wenn wir 4 Torten haben und es kommt niemand zu meinem Geburtstag, dann kann ich diese 4 Torten auf niemanden verteilen und dann weiß ich nicht, was die gegessen haben. Nur um das mal so zen-mäßig hier zu postulieren. So, wenn wir das hier erstmal so, na, ich nenne es mal geschluckt haben, hier ist es irgendwie, dass wir gesagt haben, gut, das stört mich nicht weiter, dann können wir hier ausmultiplizieren. Weil hier steht ja Bruch mal Klammer. Und hier können wir uns dann noch überlegen, wie wir das umformen wollen. Es gibt hier sehr viele verschiedene Varianten, wie man das ausrechnen kann. Und das, was man gerade so sehen kann, ist auch gerade gut genug, weil die Wege unterscheiden sich jetzt nicht so großartig. Ich werde das mal versuchen, hier so explizit wie möglich zu machen, also so ausführlich wie möglich, wollte ich eigentlich sagen. Und zwar multipliziere ich jetzt diese Klammer aus, indem ich 3 halbe mal 4 durch x rechne. Schreibe ich auch tatsächlich auf, ist gleich 3 halbe mal 4 durch x minus 3 halbe mal 2 ist gleich 1 durch x plus 1 Drittel. Dann kann ich das hier ausrechnen. So, da gibt es jetzt auch viele verschiedene Möglichkeiten. Ich kann jetzt Zähler mal Zähler durch Nenner mal Nenner rechnen. Dann kommt da 12 durch 2x raus. Das kann ich dann wiederum kürzen. 12 und 2 haben einen gemeinsamen Teiler und der ist 2. Also kann ich daraus 6 durch x machen. Ich könnte aber auch genauso gut hier gleich kürzen. Zack und da, zack. Und dann würde hier sofort 6 durch x rauskommen. Das ist letztendlich eine Geschmackssache und auch eine Sache, wie weit man schon ist mit Bruchgleichungen. Ob man das eine sehen kann oder ob man das andere nochmal aufschreibt. Da würde ich mich nicht wild machen lassen, wenn jemand das schneller kann. Ist halt manchmal so. Minus 3 halbe mal 2 ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Man kann es in Taschenrechner eingeben oder man kann auch hier sagen, okay, 2 ist ja auch 2 Eintel. Und dann kann ich hier auch kürzen. Dann steht da insgesamt minus 3 ist gleich 1 durch x. Plus 1 Drittel. Jetzt habe ich was gemerkt. Und zwar dieses Gleichheitszeichen darf ich da streng genommen gar nicht hinmachen. Ich kann da aber einen Pfeil draus machen. Ja, wenn ich das schon mal gesehen habe oder wenn ich schon mal gemerkt habe, ich kann hier nicht ist gleich das, ist gleich das. Ja, das funktioniert nicht. Sondern es geht ja um die Gleichung, diese linke Seite ist gleich die rechte Seite. Und dann formen wir diese Seite um. Oder diese ganze Zeile um und dann folgt aus dieser Umformung, die wir hier gemacht haben, folgt dann diese Zeile. Das hier heißt mehr oder weniger, daraus folgt. Und dann steht da wieder, linke Seite ist gleich rechte Seite. Daraus folgt, wenn wir das hier gekürzt haben, linke Seite ist gleich rechte Seite. Gut, und auch hier gibt es jetzt wieder verschiedenste Varianten, wie man das Ganze gestalten kann. Man könnte zum Beispiel hier sagen, gut, das will ich jetzt auf den Hauptnenner bringen. Dazu gibt es auch schon ein Video. Hier will ich das jetzt mal ein bisschen anders machen. Wir haben ja nur x als Variable und jetzt können wir auch mal x rechnen. Ja? Dann rechnen wir auf der linken Seite mal x und auf der rechten Seite mal x. Ich schreibe das hier mal lang hin. Ja, normalerweise würde man dafür jetzt eine neue Zeile schreiben, aber das spare ich mir jetzt mal. Ja, ich kann ja auf beiden Seiten von einer Waage zum Beispiel, kann ich ja hier ein x raufpacken und da ein x raufpacken. Wenn das vorher im Gleichgewicht war, dann ist es jetzt auch wieder im Gleichgewicht. Ja? Deswegen ist es so ein Ding, ich kann da plus x rechnen, ich kann da mal x rechnen, ist völlig Wumpe. Was passiert dabei? Hier können wir wieder ausmultiplizieren. Dann steht da 6 minus 3x, nämlich 6 durch x mal x, ist ja wieder mal x Eintel, kann ich hier wieder kürzen. Kommt 6 raus. Und minus 3 mal x ist halt minus 3x. Und genau das gleiche passiert hier drüben auch. 1 plus 1 Drittel x. Jetzt kann ich hier, sind es lineare Gleichungen. Hier waren das vorher Gleichungen, wo das x noch im
Nenner stand. Und hier steht das X jetzt, es gibt keine Nenner mehr, außer hier bei ein Drittel die 3. Aber das ist ja wie eine Zahl. Da kann man ja auch 0,33 Periode hinschreiben oder was. Jedenfalls sortiere ich jetzt diese Dinger hier links und rechts rüber, also minus 1, dann geht die 1 darüber. Das mache ich mal hier einmal so. Auf beiden Seiten minus 1 ergibt sich 5 minus 3x ist gleich ein Drittel x. Und dann rechne ich noch plus 3x. Dann auf der linken Seite plus 3x gerechnet, steht da minus x plus 3x. Ich kann das hier nochmal so wieder mit der Waage machen, ne? Plus 3x. Das heißt tatsächlich dieses hier. Und dann steht hier minus 3x plus 3x, fällt tatsächlich weg. Oder hebt sich auf oder ist gleich 0. Und hier drüben stehen dann 3 ein Drittel x. Ja, die kann man tatsächlich auch so schreiben, 3 ein Drittel x. Und jetzt nicht denken, nur weil hier ein Malzeichen dazwischen steht, steht hier auch ein Malzeichen dazwischen. Das hier ist eine gemischte Zahl, zum Beispiel 2 7 Zehntel ist das gleiche wie 2 plus 7 Zehntel. Denn das sind ja 2,7. Ja? 2,7, da würde man auch nicht denken, dass da noch ein Mal dazwischen steht. Aber das auch nur so am Rande erklärt. Jetzt können wir hier jedenfalls unsere Äquivalenzumformung machen. Das x wollen wir alleine stehen haben, also teilen wir jetzt durch 3 ein Drittel und erhalten dann, so und jetzt gibt es da auch wieder zwei verschiedene Schreibweisen. Entweder man schreibt auf beiden Seiten wieder durch 3 ein Drittel, durch 3 ein Drittel. Dann steht hier drüben 1,5. Ist gleich x. Wenn man jetzt aber das anders, wenn man das gleich, wenn man das, wie soll ich sagen, das Ergebnis gewohnt ist, andersrum zu schreiben, dass man, wenn man beim Ergebnis ist, schreibt man das x immer nach links rüber. Dann kann man auch x gleich 1,5 schreiben, weil die beiden Gleichungen sind natürlich gleich. Ne? Man sollte nicht beide Gleichungen hinschreiben, die letzten beiden, sondern nur eins von den beiden. Ich selber habe mir das angewöhnt eigentlich, dass ich das x auf die linke Seite schreibe, aber manchmal mache ich es auch andersrum, nur damit man weiß irgendwie, dass man das auch ändern kann. So, jetzt geht es nochmal um die Probe, weil es könnte ja sein, dass wir Schmumpitz gerechnet haben. Es kann ja sein, dass wir uns irgendwo wild verrechnet haben. Ich nehme mal hier einfach ein bisschen wild was weg, damit ich hier die Probe hinmachen kann, schreibe ich hin, Probe. Dann habe ich 3 halbe mal 4 durch 1,5 minus 2, was kommt denn da raus? So, 4 durch 1,5 ist wirklich nicht schön, aber wir können ja hier auch nochmal kürzen. Ne? 1,5 ist ja die Hälfte von 3, das heißt, wir können, wenn wir das kürzen, eine 2 draus machen, dann können wir hier eine 1 draus machen. Dieses hier wird zur 2 und das wird zur 1, ansonsten da auch nochmal kürzen angucken. Dann steht hier 2 mal 2 minus 2 ist 4 minus 2 ist gleich 2. Das ist die linke Seite ausgerechnet. Und auf der rechten Seite steht jetzt 1 durch 1,5 plus 1 Drittel. Und 1 durch 1,5, das können wir jetzt zum Beispiel erweitern, hier oben mal 2 und hier unten mal 2, dann steht da insgesamt 2 Drittel plus 1 Drittel. Und das ist gleich 1. Und dann müsste man sich ja jetzt fragen, habe ich jetzt hier, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Habe ich mich verrechnet oder was ist hier los? Ja? Und da ist natürlich jetzt eine Sache hier bei der Probe falsch gelaufen. Ja? Hier steht eine Klammer und die Klammer brauchen wir hier auch. Hier bei dem Teil ist nichts falsch gelaufen, aber hier stand ja 3 halbe mal in Klammern 4 durch und dann 1,5 minus 2. Also muss ich hier tatsächlich auch nochmal erweitern mit der 2, weil dann habe ich einen Nenner, der heißt dann 3. Also steht dann hier 3 halbe mal 8 Drittel minus 2 in Klammern. 8 Drittel minus 2 Drittel. 2 sind ja jetzt, wenn wir das erweitern, 2 Eintel. Ist ja das gleiche wie, wenn wir das hier mal 3 und das hier mal 3 rechnen, ups, mal so, sind das 6 Drittel. Ja, also sind 2 gleich 6 Drittel. 8 Drittel minus 6 Drittel sind 2 Drittel. Und ein Kehrwert mit seinem Kehrwert multiplizieren, also ein Bruch mit seinem Kehrwert multiplizieren, kommt 1 raus. Oder man kann sich natürlich auch hier wieder das Kürzen merken. Zack, zack, dann steht da ein Eintel mal ein Eintel ist 1. Hier kam auch 1 raus. Dann haben wir auch die Probe. Ja, und das, was jetzt hier bei der Probe gerade eben entstanden ist, ist wirklich das Thema, dass man auch sich durch die Probe noch verwirren lassen kann, ob man denn nicht ob man richtig oder falsch gerechnet hat. Ich will das jetzt an dieser Stelle hier beenden. Freue mich schon auf Kommentare und halte nochmal das Schild ins Bild und sage Tschüss und auf Wiedersehen.